Ihr Lieben, nun ist sie da, die Adventszeit 2020. Gott sei Dank, vieles ist wie immer. Wir haben unser schönes Zuhause. Wir haben genügend zu essen. Es ist warm und es ist schön gemütlich. Die Lichter leuchten aus den Fenstern. Der Adventsstern erstrahlt in unserer Kirche. Die erste Kerze wurde heute entzündet. Die alten Lieder erklingen, die Kurende singt. Aber doch ist vieles auch ganz anders. Der ganz große Trubel in Seifen bleibt aus. Es gibt keinen Weihnachtsmarkt, keine Adventsmusik in der gewohnten Form. Und vor allem, es gibt auch etliche Leute, von denen wir wissen, sie sind am Coronavirus erkrankt. Und wer im Krankenhaus arbeitet, der hat jetzt ganz viel zu tun. Einige ältere Menschen sind, nachdem sie sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, leider auch verstorben. Viele fühlen sich jetzt sehr einsam und haben viele Fragen, wie es denn weitergehen wird. Wann endlich wieder Normalität einziehen wird. Da erreicht uns heute aus der Bibel ein Satz, den wir im Lied schon oft mitgesungen haben. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Der diesen Satz als erstes gesagt hat, der heißt Zacharja. Und er hat vor über 2500 Jahren in Israel gelebt. Er hat uns etwas voraus, denn für ihn und die Israeliten damals ist die ganze schwere Zeit nun zu Ende. Nachdem sie über viele Jahre, mehr als 60 Jahre waren es, ganz Schlimmes durchgemacht hatten, geht es nun langsam wieder aufwärts. Sie können ihren Tempel, ihre heilige Stadt Jerusalem wieder aufbauen. Sie blicken nach vorn. Aber oft ist auch die Frage, wer führt uns, wer leitet uns? Und da verkündet Zacharja seinen Landsleuten, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Ganz sicher hat Zacharja zu seinen Lebzeiten diesen König schon erwartet. Wir wissen nicht ganz genau, wie das für ihn damals auch schon vielleicht in Erfüllung gegangen ist. Aber Christen glauben, dieser Satz, der hat etwas mit uns, der hat etwas mit Advent 2020 zu tun. Teilen wir den Satz mal in vier Teile, passend zu vier Kerzen, wie wir sie auf dem Adventskranz finden. Und so zünde ich die erste Kerze an. Sie steht für das Wort siehe. Siehe, über 200 Mal steht das Wort in der Bibel. Immer dann, wenn etwas unsere ganze Aufmerksamkeit beansprucht. So hat Gott zu Josua gesagt, siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Und als die Hirten auf dem Feld von der Geburt des Gottessohnes erfahren, da sagt ihnen der Engel, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Und Johannes der Täufer, der zeigt auf Jesus und sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Und Jesus sagt dann am Ende des Matthäusevangeliums, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und letzte Woche erst haben wir es gehört, was am Ende der Bibel von Gott versprochen wird. Siehe, ich mache alles neu. Siehe,
Das heißt, Achtung, pass auf, jetzt geht's um dich. Eine zweite Kerze zünde ich an. Sie steht für die Worte Dein König. Heute gibt es ja nur noch in wenigen Ländern Könige, in England zum Beispiel, in Schweden, in Spanien, in den Niederlanden. Manchmal sind die Könige hoch geachtet und man merkt es an Fernsehdokumentationen, viele interessieren sich für sie. Und eine Erziehungswissenschaftlerin, die hat kürzlich gesagt, Menschen brauchen Galionsfiguren. Menschen, die vorangehen, die den Weg wissen, die Vorbilder sind. Für den Propheten Zacharia war damals der König ein Mann, auf den die Leute ihre Hoffnung setzen. Einer, der sein Volk genau kennt, der vorangeht, der einen guten Weg zeigt, der Macht und Fähigkeit hat, etwas zum Guten zu wenden. Und als Jesus damals auf einem Esel reitend in Jerusalem eingezogen ist, da haben in ihm die Menschen den König des Friedens erkannt, von dem Zacharia spricht. Und nachdem Jesus dann auferstanden ist, da sagt er von sich, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Ja, das glauben Christen ganz fest. Jesus ist der König, der wirklich mächtig ist. Er hat auch unser Leben in seiner Hand, unsere Zukunft. Das, was dir gerade Sorgen macht, das hat er in seiner Hand. Denk dran, Jesus ist König. Wenn du ihn als Freund hast, da hast du die größte Macht der Welt auf deiner Seite. Jesus ist der König, der den Tod besiegt hat, der dich mitnimmt in sein Reich, wo er allein regiert. Früher wurde den Königen ja gern ein Kranz aufgesetzt. Und deshalb gibt es bei uns hier an unserem Tauftisch auch den Kranz. Und deshalb gibt es den Adventskranz. Ich zünde eine dritte Kerze an. Sie steht für die Worte, kommt zu dir. Und das ist für mich nun das Beste an diesem Satz, kommt zu dir. Da wird es persönlich. Das heißt ja nicht nur ein König kommt oder der König kommt. Nein, es ist dein König. Und er kommt nicht irgendwo hin, sondern er kommt zu dir. Ohne dass wir dabei etwas Besonderes vorweisen müssten. Gegenteil, er kommt zu denen, die so ganz unten sind, am Boden zerstört. Egal wie fern du dich Gott fühlst, wie zweifelnd, wie traurig, wie verzweifelt, wie enttäuscht, er kommt zu dir, weil er dich liebt. Ich bitte dich, lass ihn ein, öffne ihm die Tür. Ja, und ich zünde noch die vierte Kerze an. Sie steht für die Worte, ein Gerechter und ein Helfer. Ja, als ein Gerechter und ein Helfer wird der König beschrieben. Mit diesen beiden Begriffen, da ist Jesu Wirken zusammengefasst. Die Bibel sagt einmal, vor Gott ist kein Mensch gerecht. Wenn Jesus der Gerechte ist, dann heißt das, er ist nicht nur ein Mensch, er kommt von Gott, ist Gottes Sohn. Er bringt die Gerechtigkeit Gottes zu uns. Und er ist nicht nur für den Himmel zuständig, für das ewige Leben, sondern schon jetzt und hier hilft uns Jesus. Und das ist sogar sein Name. Jeshua, Jesus, das heißt Helfer oder Retter. Er hilft dir in deinem manchmal so komplizierten Alltag, Beruf oder auch in dem, was dich zu Hause bedrückt. Er hört dich, er ist dein König.
Wenn er als Gerechter und Helfer zu uns kommt, dann wird das uns und alles um uns herum verändern. Könige und Päpste, die haben ja ab und an Generalaudienzen für ein paar Minuten. Unser König Jesus Christus, er hat jeden Tag rund um die Uhr Privataudienz. Audienz, das heißt ja anhören. Er hört uns an, er hört uns zu und wir dürfen ihm zuhören. Und so wünsche ich uns allen in dieser Adventszeit diese Erfahrung und diese Freude, die einst auch das Volk Israel bei Sacharja ganz poetisch Tochter Zion genannt machen durfte. Tochter Zion, freue dich sehr. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Amen. Lasst uns beten. Komm, o mein Heiland, Jesus Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erschein. Dein heiliger Geist uns führ und leit den Weg zur ewigen Seligkeit. Dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehre. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.